Weiter geht's mit Let's Play Resident Evil 4 und zuletzt, was haben wir denn zuletzt gemacht? Wir haben eine Menge gelber Kräuter gefunden und sind jetzt in dieser Burg drinnen. Und was haben wir bis jetzt erreicht? Wir haben ein bisschen rumgeballert. So, wenn wir jetzt hier reingehen, wird vielleicht etwas Interessantes passieren. So, wir gehen jetzt ins Gefängnis. Mir wurde schon als Tipp gegeben, ich soll mich mehr mit der Pistole wehren. Was ist das denn für einer? Ah, der scheint gut zu sein. Das ist eine Glocke. Ich wette mit euch, wenn ich die Glocke läute, geht hier richtig die Party ab. Ich lade nur mein Schrotgewehr schon mal nach, aber ja, wie ihr gesagt habt, werde ich jetzt auch ein bisschen mehr mich mit der Pistole anfreunden müssen. Kein Problem. Gucken wir erstmal, was der hier zu sagen hat. Oh, dem wurden scheinbar die Augen zugenäht. Ist ja nicht so cool, oder dufte? Oh, 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 oh. Oh. Okay. Aber der müsste doch blind sein, oder? Ah, ich verstehe ihn schon. Ich verstehe ihn schon. Und Ashley versteht ihn scheinbar auch schon. So, jetzt geben wir Ashley erstmal ein gelbes Kraut. Mir wurde auch gesagt, das sollte ich auch mal besser tun. So, weil die Glocken sind da. Wir haben ja gesehen, ihm wurden die Augen zugenäht. Wenn wir jetzt die Glocke abschießen, wird er sich daran orientieren und dann können wir mit dem Scharfschützengewehr hinten ihm den Rücken abschießen. So, warum tue ich das? Wait. Ist der Typ wahnsinnig? Kassiert er direkt nochmal eine? Ich würde sagen, Ashley steht da nicht zu gut. Follow me. Vielleicht steht aber Ashley da auch besser als ich. Ah, 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 ah. Okay. Das ist mal ein schöner Tod. So möchte ich auf jeden Fall auch sterben. So, ja, ich habe jetzt... Ich werde auf jeden Fall Ashley oben stehen lassen. Es war ein dummer Fehler, sie vielleicht mitzunehmen. Vielleicht war es auch einfach nur Unwissenheit. Ihr merkt schon, das Spiel ist für Blindgänger gar nicht so einfach. So, wait. Lasse ich sie mal hier stehen. Und deswegen, ja, ich finde es aber eigentlich sehr, sehr gut, dass es nicht zu leicht ist. Man muss ja auch schon mit einer gewissen, ja, sagen wir mal, Erfahrung rangehen. So. Ja, das ist ja schon, ja. Kann ich den auch jetzt schon abschießen? Nein. So. So, das soll nochmal signalisieren, der Typ ist wirklich blind. So, der steckt da fest. Soll ich mich dahinter trauen? Ich mach's einfach mal. Hab ihn ja trotzdem erwischt. Das sieht jetzt schon besser aus, ohne... Ohne Ashley würde ich sagen, haben wir hier sogar eine reelle Chance zu gewinnen. Ja, der, ich würde sagen, der hängt sich da ein bisschen auf und deswegen... Ich glaube, das Snipergewehr macht ein bisschen mehr Schaden und dann schieße ich den mal das Viech hier hinten raus. Wechseln wir wieder auf die Pistole. Damit bin ich ein bisschen mobiler. Zumindest gefühlt mobiler. So, der hängt sich da auf. Das ist zu unserem Vorteil. So.
Erschreck mich nicht, Bro. So, das müsste es gewesen sein. Das war's. Ja, der war... Ich hatte auch irgendwie gerade, also jetzt gerade das Gefühl, der war verbuggt. Wo war dieses Feuer noch? Ah, genau, okay, okay. Ich hatte das Gefühl, der ist ein bisschen verbuggt gewesen, weil... beziehungsweise, na, nicht direkt verbuggt, aber ihr habt selber gesehen, der war ein bisschen verwirrt in der Birne. Und deswegen würde ich sagen, war es jetzt nicht die große Kunst, den Boss zu besiegen. Naja, von hinten kommt zum Glück keine. Ja, ich soll eigentlich schießen, wenn die sich so rumwackeln, soll ich treten. Treten, habe ich gesagt. Und dann wieder schießen. Hauptsache, ich treffe auch. Und dann mit dem Messer dran und dann nochmal schlitzen. Und dann, scheiße, stehe ich ganz schön nah dran. Dann wechsle ich wieder, weil ich alles verbaut habe, auf die Schrotflinte. Ein hier, ein da. Oh, der war gut. Die sollte sowieso mal ein bisschen weiter hinten stehen, wenn ich hier so Suizidaktionen bringe. Die wollen mich beschenken, denke ich. Ah, da nehme ich nicht das Scharfschützengewehr für. Ich nehme da wieder meine Pistole doch besser für. Lade einmal kurz nach. Renn hier hin, Ziel. Und knall dem Typen hier rüber. Oh, jetzt hat der eigentlich ein... Ah, ist das... Ich glaube, das ist so ein Sack, damit ich den nicht die Rübe abschießen kann. Die stehen aber gar nicht so schlecht dahinter. Follow me. Dann hole ich die schon mal wieder ran. So, ich gebe mir hier alle Mühe, die Typen zu killen. Ah, die wehren sich ja eigentlich nicht so, dass ich sagen müsste... die Typen finde ich klasse. Follow me. Ich höre hier auch noch... Hör ich Schritte oder bin ich einfach nur ein bisschen verwirrt in der Birne? So, von da hinten bin ich gekommen. Dann gehen wir jetzt mal durchs große Tor. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Oh ja, darauf habe ich gehofft. Okay. Ich glaube, die kann ich nur mit dem Dingschild kaputt machen oder mit so einer Granate. Könnte vielleicht auch funktionieren. Sah ganz okay aus. Weil eigentlich wollte ich nicht meine Schrotflinten-Munition für die verwenden. Kann ich die in den Pool treten? Nein, kann ich nicht. Aber wir gehen erstmal hier rüber, Ashley. Die mit dem Schild, ja, die sind halt sehr anfällig für die Schrotflinte und du hast ein Loch da schon und du hast ein Problem und zwar kommen hier noch mehr. Nein, das ist doch ein Problem für mich, oder? Von wo? Fuck. Okay, ich würde sagen, die Schrotflinte ist ja schon mit Abstand die beste Waffe für diese Sauhunde. Oh, ich hätte mich vielleicht auch nicht in die Ecke stellen sollen. Das war vielleicht nicht die beste Idee. So, jetzt muss ich eine Doppelheilung hier vornehmen. Mich heile ich übrigens komplett, weil ich bin einfach der Hauptcharakter. So, Ashley bekommt auch nochmal ein bisschen mehr Heilung. So, das ist eigentlich genau das, was ich wollte. Dann gehen die mir erstmal nicht auf den Sack. Und ich kann die beruhigt abschießen. So. Schlitz dich auf, du böser Bengel. Ich würde sagen, der hat sich für die falsche Seite entschieden. Komm schnell noch mit hier rüber, Ashley. Jetzt geh doch mal weg. Die Roten sind ein bisschen hartnäckiger. Ich
Ich habe mich gerade gefragt, warum ich echt aufs Schild schieße, wenn ich dem eigentlich so in die Rübe ballern könnte. Aber das ist koptastisch. Holy moly. Nicht cool, nicht cool, gar nicht cool. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so schwierig, nervig. Es ist nicht mal wirklich schwierig, es ist einfach so... so abgrundtief nervig. Ich meine, was haben die Typen jetzt Besonderes gemacht? Gar nichts eigentlich. So eine Blindgranate, da denke ich, kann ich die Parasiten wieder mit ausschalten. Okay, da komme ich nicht rein. Hier würde es runtergehen. Wäre runter die beste Idee? Also ich muss auf jeden Fall runter, so ist es. So, ich würde sagen, ich sniper jetzt auch ein bisschen. So ein bisschen Zelda-Musik könnten die doch jetzt auch einspielen. Hier diese, wenn man da irgendwo bei so einer Glückshalle ist, Mann. Da hätte ich jetzt Lust drauf. Auf irgendein Shooting-Game. So ein bisschen erstmal einen ruhigen machen. Nicht immer diesen Stress direkt. Ja, ich habe schon ein sehr schwieriges Leben hier in diesem Spiel. 3 Schuss, nicht zu gut. Wait. Follow me. So, ich habe mich hier mal ein bisschen umgeguckt gerade noch. Und ich würde sagen, so Gewehrmunition nehme ich immer gerne. Ich muss wahrscheinlich hier entlang. Wait. Follow me. Okay, das typische stell dich drauf, bleib stehen Spiel. Was passiert? Okay, eine Kurbel. Ich würde sagen, wir werden schon erwartet. Von da oben kommen noch keine Gegner rein, oder? Okay, let's get this party started. Okay, Parasiten-Action. Take this. Diesmal lasse ich mich nicht verarschen. Und mache kurzen Prozess mit der Band. Wieso wusste ich das? Sollte ich vielleicht so schnell wie es geht zu der Kurbel hinrennen? Ich schieße ins Gesicht. Du dummer Wicht. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht mehr zu viel Pistolenmunition. Deswegen mache ich jetzt die Taktik, die mir empfohlen wurde. So. Und stell mich mal am besten vors Mädchen. Dück dich doch nicht, bist doch kein Boxer. Ich bin aber Kickboxer. Hier hast du, du Lümmel. So, schnell wieder in diese Ecke hier und nachladen. So, das gibt wieder einen Doppelpack mit der Granate, würde ich sagen. Let's go. Schön, schön. Schon sagen. Boah, ich habe echt so wenig Ressourcen. Follow me. Wait. Aber ich will hier raus. Ich will hier wirklich weg. No!
Wohin will er jetzt eigentlich? Ich blockiere doch gerade die Tür, oder? Oh. Follow me. Wait. Oh, es ist wirklich nicht so leicht, ehrlich gesagt. Nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, sagen wir eher so. Aber hätte ich es auf leicht gestellt, wäre ich ja auch irgendwie nicht glücklich geworden. Oh. Nein. So, jetzt folgt mir. Und jetzt rennen wir einfach. We ran like a hurricane. 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 Von wo schießen die, Mann? Die hören sich an, als wenn die direkt neben mir wären. Ach so, die dreckigen Sau. Oh Gott. That's a job for a Sniper Cop. Und wie ihr gerade mitbekommt, ich nehme 16 über 15 Minuten auf. Warum? Weil ich dem den Headshot verpassen will und dem auch. So, vielleicht haben wir jetzt erstmal Ruhe. Ich lade schnell bei diesem Gewehr nach. Es ist sehr, sehr stark, würde ich sagen. Zumindest für diese nicht kopfgepanzerten Gegner. Ich schaue jetzt. Wer übernimmt das Steuer? Ich nehme das Steuer. Schneller. So, eine Treppe. Oh, das sieht mir ehrlich gesagt nach noch mehr Action aus. Aber wir werden diesen Raum fertig kriegen, in diesem Part. Freut ihr euch? Oh nein, das sieht... Ehrlich gesagt, sieht mir das nach einem Bosskampf aus. Und ob ich dafür jetzt noch Zeit in diesem Part habe. Ah, okay. Eine Kurbel. Was haben wir hier noch? Irgendwo kann ich damit nicht sprechen. Okay. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns genau hier das nächste Mal. Dann aktivieren wir die Kurbeln und schauen mal, was es sonst noch so Tolles hier gibt. Beziehungsweise, wie kommen wir hier auch? Genau, machen wir da in diesen Räumen. Also, wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Resident Evil 4. Danke fürs Schauen. Bis dann.